Ich lese es einfach vor. Es wäre schöner gewesen, wenn ihr, das ist nur Text, aber es wäre schöner gewesen, wenn ihr es hättet mitlesen können, weil es ist vielleicht nicht immer ganz gut zu verstehen. Ich muss mich jetzt auch zusammenreißen, das sauber auszusprechen, deswegen durfte ich jetzt auch ein Bier trinken. Also ich muss das auch ein bisschen ablesen, weil wie gesagt, ich kann das noch nicht mal auswendig, weil ist halt von gestern Nacht. Und heißt Geschichten aus der Unterwelt. Ihr wisst es vermutlich nicht, aber vor Jahren hatte ich mal das zweifelhafte Vergnügen, mit einem Nackthund in einer Kneipe zu sitzen. Nee. Mehrere Biere lang musste ich sein Gequatsche anhören. Trotzdem oder deshalb geht mir seine Geschichte nicht mehr aus dem Kopf. Es ging um die Hundemafia. Wir sprachen gerade über die Wahlen zum hässlichsten Hund der Welt. Da brachte er folgende Geschichte zum Besten. Kann Gal nicht angehen, sagte der chinesische Schopfhund. So hässlich bin ich nicht. Denk carne corso. Ich würde sagen, Gesichtskollision. Noch dazu ist er ewig bankrott, weil er quatscht sich dauernd mit diesem Shit zu. Und weißt du noch, diese hässliche Schabracke aus Übersee? Ich überlege gerade, dober Mann oder Frau war. War da mal, Tina hieß sie. Tina aus Buenos Aires. Hinter ihr, ein ganzes Rudel in Stellung. Sie schickte ihren Lover vor, so einen räudigen Köter. Ich glaube, er hieß Pitt und war früher mal Bulle. Aber der war eine echte Hundepfeife, Fifi sozusagen. Jack hieß er, nicht Pitt, und sah aus wie ein Mops. Den kannst du nirgends in Fedder sehen, auch nicht bei Petersen auf dem Hof. Und dann hat Bernardine erschreckt mit einem Windspiel. Das fing an zu Tosa in Nu, war alles hopp in Scherben. Da war es aus mit Jack und seiner Rasselbande. Tina war aussiesig. Kann der denn nicht ein einziges Mal aus der Hüfte schießen? Der Wischlappen. Boah, der ist ein einziger Griff ans Klo. Erst ein Riesenschnauzer und dann so ein Löwchen. Welch eine Blamage. Um mir den Galgen zu ersparen, habe ich sie zur Grenze gebracht. Als sie zögerte, rief ich, Kemas, Tina! Und stieß sie fort. Und damit sie es auch wirklich versteht, brüllte ich sie an, Do! Go Argentino! Und die Moral von der Geschichte? Packst du Arsen in den Hund, heißt es sehr bald, ciao, ciao. Soweit die Geschichte dieses Nackthunds, ob es sich so zugetragen hat oder ob es das Bier war, man weiß es nicht. Vermutlich hat er nur ablenken wollen von seiner Hässlichkeit. Oh. Danke.